Hallo und Hi. herzlich willkommen mal zu einer etwas anderen Sache hier auf dem Kanal. Und zwar eine Reaction, also das hatten wir auch schon lange nicht mehr, muss man sagen. Und Ja. es ist eine ganz spezielle Reaction extra für die Weihnachtszeit, für euch, damit ihr einen schönen, gemütlichen Filmabend mit der ganzen Familie haben könnt und mit uns beiden. Mit uns meine Hallo. ich natürlich den Claudio und mich. Und Ja, hallo, ich bin der Claudio. Wir schauen uns jetzt einen Film von den weltberühmten Dingo Pictures an. yes, falls ihr Dingo Pictures nicht kennt, das sind sehr, sehr gute Filme, unterschätzte Kinderfilme, absolut. Absolut, der Animationsstil ist phänomenal. Das Beste vom Besten. Und vielleicht kennt der ein oder andere ja die Dingo Pictures und das Yee-Meme mit dem Dinosaurier. Der weiß, worauf sich jetzt gleich hier eingelassen Wir schauen uns wird. heute den Glöckner von Notre Dame an und ja, ich muss sagen, ich kenne das Original nicht. Ich weiß gar nicht genau, worum es um Glöckner von Notre Dame geht. Ich weiß nur, dass das ein Dude ist, der einen sehr krummen Buckel hat. Aber Ja, der Quasimodo. ja. Also, ich habe die Disney-Version gesehen. Es geht um einen krummbuckligen Glöckner, der keine Freunde hat und der auf die wunderschöne Esmeralda trifft. Und ja, aber ob das hier in diesem Film passiert, keine Ahnung. Wir beide kennen Ja, den Film nicht. Ich genau. habe mehrere Dingo Pictures Filme gesehen und ich muss sagen, we are in for a treat, maybe. Also wir wissen nicht, Ja. was kommt. Also es Ja. könnten auch Szenen dabei sein, die für einige verstörend wirken könnten. Deswegen Ja, und falls jemand kleine fragt, wie Warnung. wir darauf gekommen sind, ich habe ein paar Reactions zu den Filmen mit, ja, einfach mal angeschaut und ich dachte mir, hey Daniel, lass uns doch auf einen dieser Filme reacten. Yes. Warum? Und Okay, dann. ja, ich bin sehr Ja, gespannt. ich Äh, auch. wir, wir Okay. können beide jederzeit pausieren. Und Ja. wenn wir was zu sagen haben, werden wir das wahrscheinlich auch tun. Aber jetzt habe ich einfach nur Bock, diesen Film zu beginnen. Let's Yeah, let's go. go. Bist du auch bei Es 14 war vor Sekunden? vielen hundert Jahren, dass sich Ja, hier in gut. Paris die Geschichte von Quasimodo und der schönen Esmeralda zutrug. Wunderschöne Paris war Zeichnung. schon damals eine große Ich liebe Stadt es. und wie überall zu jener Zeit Das Beste reagierten auch vom die Bürger. Besten. Wenn ich damals irgendwie als Sechsjähriger oder so Häuser gemalt habe, dann sahen die genauso aus. Ja. Bürger von Paris auf alles Fremde und Ungewohnte mit Angst oder Spott. Und nicht wenige von ihnen glaubten noch an Hexen und Teufel. Und wie zu Ah, allen die Hexen Zeiten und gab es auch Teufel. damals Kinder, die keine Eltern mehr hatten. Die meisten dieser Kinder wurden heimlich in eine Kirche gebracht, in der Hoffnung, dass sich die frommen Mönche und Nonnen schon um sie kümmern würden. Auch am Morgen des Tages, an dem die Geschichte beginnt, wurde in Notre Dame, der schönsten Kirche von Paris, ein Findelkind abgegeben. Sowas hier passiert übrigens auch öfter. Ihr seht ja, wie hier am linken Rand irgendwie die andere Zeichnung so durchguckt. Ja, das ist normal bei den Dingo Pictures Ja. Filmen. Das ist ein Running Gag, der sich in jedem Film durchzieht. Manchmal gibt es auch einfach so Äste, die dann in der Luft schweben oder so. Das habe ich auch schon gesehen. Das ist sehr interessant. Auf jeden Fall solltet ihr mal versuchen, drauf zu achten. Liebes. Oh, da gucken sie. Da Bestes kommen Glockengeräusch. Ich glaube, das ist Quasimodo. Ja. Ja, wir sollten ihn vielleicht nicht auslachen, aber er. Just a normal baby, man. Well, I don't know what the problem is. Oh Gott, okay, ja, machen wir weiter. Ja, Oh, jetzt haben wir ups. beide auf weiter gedrückt. Mach du einfach. Okay, ich mach. Ach Gott. Heilige Maria, ich kenne mich ja nicht aus in Kindern, aber es ist bestimmt eine Sünde, dieses Geschöpf da anzusehen. Das hier ist kein Kind, lieber Schwester. Es ist ein verpfuschter Affe. Es ist ein wahres Ungetüm an Abscheu. Es ist ein. Also, ja, okay. Das meinten wir mit einigen, mit Szenen, die eventuell auf manche verstörend wirken könnten.
Ja, also die hauen hier, also die spitten hier richtig. Alter. Ja, gut, die das Filme, sollte mich nicht überraschen. Der Film ist auch von 1996. Also nicht, dass ja, das da zu der Zeit auch normal gewesen wäre, sowas zu sagen, aber da war ja, das gut. Noch Humor, glaube ich. Ja, da war das noch gute Wertevermittlung für kleine Kinder, auf jeden Fall. Absolut. Okay. Ding, das nicht christlich sein kann. Man sollte es ins Feuer werfen. Ja, okay. Auf ein schönes, flackerndes Reisigbündel gehört er. Worüber regt ihr euch so auf? Macht Herz! Was ist das? Moment. Worüber regt ihr euch auf? Ja, bitte, hör auf zu heulen. Oh Gott. Ich werde es adoptieren. Ach so. Und zu mir nehmen. Oh mein Gott. Alter, der Typi hier. Wie er aussieht. Er hat so einen Mini-Zahn. Ich mache mir gerade viel mehr Sorgen über den Priester, der das Baby adoptieren will. Ja. Ja, okay. Da hast du vielleicht was. Okay, ich bin. Ja. Schau das euch doch an. Genau deswegen, mein Freund. Oh Gott. Es wird interessant sein zu erfahren, ob ich ihn sprechen und denken lehren kann. Oh mein Gott. Aber lieben und hassen lernt. Eine spannende Aufgabe. Oh Gott. Hab ich's nicht schon immer gesagt? Dieser Claude Frollo ist ein Hexenmeister. Und so einer will Abt von Notre Dame werden. Er wird sich dieses kleine Monster zum Helfer für seine Experimente erziehen. Das Kind muss getauft werden und einen Namen bekommen. Das Kind, wie ist die ganze Zeit? Ich werde ihn Quasimodo nennen. Quasimodo? Was bedeutet denn das? Quasimodo. Das ist lateinisch und heißt nur so von ungefähr. Guter Name. Das muss man Claude Frollo lassen. Absolut. Quasimodo. Nur so von ungefähr. Komm dann. Ich find's schön, dass sie die ganze Zeit beten. Irgendwie habe ich das Gefühl, der ist Alkoholiker. Oh Gott, der kleine Mann hier. Der kleine Knuffel. Ein paar Jahre nach diesem Ereignis wurde Claude Frollo Abt von Notre Dame. Quasimodo wuchs schnell heran und überragte bald alle an Größe und Kraft. Die Bürger das ist erstaunlich von Paris normal konnten Quasimodo nicht leiden. Ja. Teils hatten sie Angst halt vor ihm, Pubertät. Teils verspotteten sie ihn wegen seines Aussehens. Da seht, dort geht der Abt mit seinem buckligen Gehilfen. Er müsste Quasimodo im Turm einsperren. Ich traue mich nach. Weißt du, die hat halt genau dasselbe Gesicht wie die eine Nonne da. Ja, ist halt wirklich so. Vielleicht ist es ja die eine Nonne, vielleicht ist sie ja mittlerweile in Rente. Ja, oh, das kann sein. Ja, das wäre in zu Rente deep. Ist ich weiß, es gibt keine Rente. Macht schon nicht mehr vor die Tür. Bei so einem weiß man ja nie. Und weil die Leute ihn immer öfter beschimpften, verließ Quasimodo Notre Dame immer seltener. Geiler Walk. Ja. Dafür kannte er bald jede Ecke in seiner Kirche. Am meisten aber liebte er die Glocken. Als er sich das erste Mal ans Glockenseil hing, ging ein Leuchten über sein Gesicht. Die Glocken wurden seine besten Freunde. Ei. Whee. Auf einmal klingt sie komplett anders. Du bist mir die allerliebste, Marie. Nein, man nicht böse werden, Jacqueline. Es war nicht so gemeint. Deine helle Stimme mag ich fast genauso gern. Okay, das sind zwei Glocken. Und weil die Glocken von Tag zu Tag schöner klangen, wunderte es keinen, dass Abt Frollo Quasimodo zum Glöckner von Notre Dame machte. Quasimodo mag zwar ein Monster sein, aber keiner kann so schön die Glocken läuten wie er. Ist's wahr, dass er vom Läuten taub geworden ist? Ist schon wahr, aber bei dem kommt es auf Eingebrechen mehr oder weniger auch nicht an. Oh, es war so die tiefe Bassglocke, die Quasimodo eines Tages das Trommelfell zerrissen hatte. Aber weil Quasimodo sowieso nicht mit anderen Menschen sprach, fand er dies nicht weiter schlimm. Das Vibrieren der Glocken konnte er immer noch spüren und das genügte, um ihn glücklich zu machen. Alter, keine großen Ansprüche. Ja, ist ein einfacher Mann. Ja. Quasimodo war ungefähr 20 Jahre alt. Okay, warte. Als er jedes Moment, Jahr zu Pfingsten. Ja, ja.
Lass uns doch mal hier lieben Leute hier so begutachten. Ganz normale Leute in Notre Er hat hier eine mega Alkoholpulle, der Typ wie ganz rechts. Das stimmt. Ey, Moment, ist das nicht Captain zur See? Das ist doch, das ist der Captain, ist doch der aus der Pennymark-Doku. Hier den meine ich. Ist halt der Dingo Pictures Standard, wunderschön. Ja, unten links ist halt so ein Typ, der sieht aus, als würde er aus Aladdin kommen, eigentlich. Ja, weißt du, der Typ mit dem Schnauz und dem gelben Hut, der in der Mitte da, ja. Ganz vorne, der sieht so aus wie diese Bojack-Memes irgendwie. Okay. Ja, also diese, du kennst die mit diesen typischen Typen da. Die typischen Typen. Ja, die typischen Typen da. Ja, egal. Aber auf jeden Fall finde ich es auch gut, dass die zwei Nonnen auch wie immer da hinten stehen und beten. Die sind immer da. Ja. Und der Bildschirm ist wieder abgeschnitten. Er war 20 Jahre alt, als wir jedes Jahr zu Pfingsten auf allen Plätzen von Paris ein großes Volksfest. Alter, was soll das? Nein. Oh. Shit. Oh. Alter. Rief ein Glas Burgunder, O Mond, du göttliches Wunder, du gießt aus silberner Schale. Hör auf, Pierre Cangois, deine Verse werden von Fest zu Fest schlechter. Wunderschön, vielleicht gefällt euch ja das folgende. Hier geguckt hat. Das bist ja du. 12 Tonnen wiegt die Hochseekuh, sie lebt am Meeresgrunde. Sie ist so dumm wie ich und du. Genau, was? Du sagst es selbst, dumm bist du. Lasst uns gehen. Oh. Das ist ja unerträglich. Und läuft 10 Knoten in der Stunde. Es bittet die Lions hier. Bürger und Bürgerinnen von Paris. Kommt alle hier. Der Höhepunkt des heutigen Festes. Der Narrenpapst wird gewählt. Endlich wird so lustig, da warte ich schon die ganze Zeit drauf. Weißt du noch letztes Jahr? Oh Gott. Dass keiner mehr die Kunst versteht, hab heute keinen zuverdient. Ist Dichters Los verkannt zu sterben, reich und berühmt werden nur die Erben. Alter, heftig. Also irgendwie erinnert der Typ mich voll an dich, ich weiß auch nicht warum. Oh, das gefällt mir aber nicht. Das tut mir leid, aber irgendwie hatte ich sofort dich im Blick. So. Ich habe ihn gesehen und dachte mir, das ist Claudio. Alles klar, das bin jetzt ich. Dieses markante Gesicht, dieser Bart. Ich hoffe, er kommt noch öfter vor, nicht nur dafür. Ich hoffe auch. Mal schon. Auf, Leute, traut euch! Steckt euren Kopf durch das Loch! Achso, warte, Moment. Reich und berühmt. Hä? Hast du gestorben? Ich habe zurückgespult. Ah ja. Der Esel, ey. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Mag ihn. Er ist echt süß. Aber auch der Typ in der Mitte einfach, der ist so deplatziert irgendwie. Er ist halt so, ich glaube, er spielt auf die, ich will das Wort nicht sagen, die reimen sich mit Euner und sowas. Ja, okay. Ich glaube, das soll das irgendwie darstellen, das könnte sein. Okay. Ja, gut. Okay. Den Kopf durch das Loch, derjenige, der die abscheulichste Grimasse schneiden kann. Der Typ macht mich fertig. Wird Narrenpapst! Er wird Narrenpapst, okay. Das ist ja Meister Dubois! Wie hat er es nur hinbekommen, dass seine Nase noch röter und noch größer wurde? Okay. Hat sich vor Lachen nicht gekriegt. Heilige Marie, ein Schielauge, das einem davon ganz schwindlig wird. Also. Das ist der Narrenpapst, das ist er. So was Scheußliches habe ich mein Lebtag noch nie gesehen. Was ist das für eine bestialische... Ja. Der hat ja gar keine Grimasse geschnitten. Die Katze ist ja sein Gesicht. Das ist quasi der Glöckner von Notre Dame. Der Bucklige von Notre Dame. Oh, der hässliche Affe. Ich kann ja direkt
Angst vor ihm kriegen. Alter, das ist nicht okay, Dani. Oh mein Gott. Und Tau ist der Scheiße. Seien wir in den Bergen von Paris. Auf zum Grepple. Was soll er sein? Soll er ein Franzose und Italiener sein? Ich bin nicht sicher, was er genau ist. Er hat ein Barré auf, aber gleichzeitig hat er voll den Haarwuchs. Aber Alter. Wieso hat Quasimodo diese Papstmütze an? Ich verstehe es. Ja, weil er danach ein Papst ist oder so. Also es spielt ja alles in Paris, ja, okay, eigentlich. Ja. Also denke ich mal, dass er Franzose ist. Ja, klar, das hier ist doch Paris, siehst du das nicht? Ich, armer Tropf. Lea bleibt heute Nacht der Suppentopf. Ach, was soll's. Schlimmer kann es nicht werden. Wenn alle zum Gräfplatz gehen, gehe ich eben hinterher. Neue Chance, neues Glück. Er ist der Bodenständigste von allen. Ja, Mann. Echter Ehrenmann. Warte mal. Ja? Moment. Seine Hand, keine Ahnung, die ist irgendwie so weird. Ah, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich guck mal. So weird. Also keine meinst Ahnung. Du jetzt hier so, seine Hand, die man da auch sieht, oder was? Ja, die untere da. Also die untere sehe ich nicht, ich sehe nur seine vordere Hand. Ach so, okay, ja. Dann... Also wir haben immer so ein klein bisschen Delay, glaube ich, so eine Sekunde oder was. Ah, okay, dann aber mal. Pierre Gringoire, der erfolglose Dichter, auf dem Gräfplatz ankam, war der Narrenpapst bereits vergessen. Ja. Eine junge Tänzerin zog die Zuschauer in ihren Bann. Oh, sie ist Esmeralda. Oh, yeah. Oh, sie kann richtig gut tanzen. Schön. Ja. Würde mich solch eine Muse küssen, dann würde ich nie mehr darben müssen. Das nächste Gedicht widme ich ihr. Wer ist sie? Du kennst sie nicht? Das ist Esmeralda. Oh. Ist mit den Zigeunern gekommen. Oh, nee. Und mich hier verbieten zu tanzen. Sie verdreht den Leuten ja ganz den Kopf. Jolly. Jolly, komm her. Die diabolische Ziege. Oh, shit. Darf ich euch vorstellen? Jolly, die klügste Ziege der Welt. Nee. Hübsch. Jolly, wie spät ist es? Ich glaube, sie mäht jetzt einfach so oft, wie die Uhrzeit ist. Ich weiß. Okay, alles klar. Keine Ahnung. Ich mag den ganz vorne hier. Ich sehe jetzt gerade nur die Ziege. Ach so, okay. Tatsächlich, es ist tatsächlich 7 Uhr. Ah, ich weiß aber, wen du meinst. Sag, Jolly, ja. Weißt du auch den wievielten Tag im Monat wir haben? Das muss ein Spaß sein, ein solch hübsches und kluges Tier zur Freundin zu haben. Was? Bravo, Esmeralda, bravo. Warte, hat er jetzt gerade, er hat schon die Ziege gemeint? Ja, ich denke schon. Ja, klar, ja, okay. Das ist Hexerei. Hexerei. Sie ist nicht nur schöner als die Bibel erlaubt, sie ist auch noch mit dem... Hä? Schöner als die Bibel erlaubt. Zeig dem hochverehrten Publikum, wie der Bischof von Paris die Messe liest. Das Pferd ist gerade so richtig abgegangen hier. Das leibhaftige Ebenbild unseres Bischofs. Oh Mann. Das ist Gotteslästerung. Abt Frollo, das könnt ihr nicht dulden. Ihr habt recht. Das ist gotteslästerlicher Frevel. Ich sorge dafür, dass das ein Ende hat. Ich werde ihr verbieten, aufzutreten. Nein! Hat es euch gefallen, nein. Bürger und Bürgerinnen von Paris? Dann zeigt euch großzügig und werft ein paar Sous ins Körbchen. Hier! Die Ziege ist schon cool. Ja, die Ziege hat was. Übertreib nicht. Ich glaube, der hat gerade ihre Kleidung gewechselt. Echt? Wow! Schön! Alter! Danke, mein Herr. Die Ziege hat einfach gerade das Körbchen abgelegt. Weißt du denn nicht, dass es Sünde ist, die Leute zu betören? Die Ziege hast du ebenfalls verhext. So verhält sich kein normales Tier. Lass mich in Ruhe. Ja, ehrlich mal. Ein verrückter Mönch. Ich untersage dir hiermit alle weiteren Vorstellungen.
Ja, stand da gerade nur einfach. Claudio, mach doch was. Uns hat unsere Vorstellung gefallen. Ja, sehr sogar. Ach, wie gern würde ich was geben, ein Sou ins Körbchen legen. Aber ach, leid selber Not, denn ich bin nur ein Poet. Wow. Verflucht seist du, du Tochter von Zigeuner. Willst du wohl verschwinden? Du Eulschrecke aus Ägypten. Keine Angst, das ist eine verrückte Klausnerin. Sie hat eine fürchterliche Wut auf alle Zigeuner. Vor vielen Jahren haben die Zigeuner ihr einziges Kind gestohlen und sie glaubt, dass Gott sie damit für ihre Sünden bestrafen wollte. Deswegen hat sie geschworen, als Buße nie mehr aus diesem Kellerloch herauszukommen. Die arme Frau. Naja, sie hat dich ganz schön erschreckt. Doch schau, da kommt Quasimodo, der Glöckner von Notre Dame. Hey, aufgepasst, der kommt ja genau auf uns zu. Also diese Hände. Das sieht ja schrecklich aus. Fräulein, Mademoiselle, ich tu euch nichts. Ich will nur euren Namen wissen. Esmeralda. Er kann euch nicht hören. Er ist taub. Ihr müsst eure Lippen ganz langsam bewegen. Esmeralda. Esmeralda. Quasimodo! Was hast du bei dieser Hexe zu suchen? Und was soll diese Verkleidung? Du als Narrenpapst! Was fällt dir eigentlich ein, unseren Papst in Rom so zu verspottern? Also ich muss sagen, der klingt schon so wie ein gewisser, ja... Eine gewisse Persönlichkeit. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ich auch nicht. Ja. Oh mein Gott, dieser Typ. Ich mag den überhaupt nicht. Er ist sehr anstrengend auf jeden Fall. Guck dir seinen. Bist du auch bei 13:30? Ich bin bei 13:29. Wie gesagt, wir haben so eine Sekunde ungefähr Delay. Ja, dann startest du einfach mal. Okay. Verzeih! Los, komm! Ja, yeah, geile Bongo-Trommel. Geht er wieder. Wer ist dieser finstere Mönch? Er scheint nicht nur mir Angst zu machen. Das ist Claude Frollo, der Abt von Notre Dame. Er hat Quasimodo zu sich genommen, als dieser in Notre Dame gefunden wurde. Er hat mich bedroht. Er hat mich als Hexe beschimpft. Nimm dich in Acht, Esmeralda. Wir leben in einer schlimmen Zeit. So schöne Frauen wie du werden schnell der Hexerei bezichtigt. Abt Frollo hat verdammt viel Macht und Einfluss. Verjagt sie endlich! Die Zigeunerin! Ja, so viel Rassismus. Die Leute hier sind nicht sehr freundlich. Oh Gott, sie machen mir Angst. Ach, bleibt doch noch. Es ist so schön, mit euch zu plaudern. Ja, nein, los, nein, Claudio. Es ist schon spät. Vielleicht ein andermal. Na, guck da. Einmal einen Korb bekommen. Oh. Esmeralda scheint mich zu mögen. Und sie hat bestimmt irgendwo ein Plätzchen. Hä? Wieso ist der so aufdringlich? Oh Gott. Ja, sie hat ein Plätzchen zum Schlafen. Ich gehe mal hier hinterher, einfach so. Hey, Esmeralda. Guck mal, wie er so lang creept. In diesem Gewirr von Gassen finde ich sie nie wieder. Schade. Hätte bestimmt ein heißes Süppchen gehabt, um einen frierenden Dichtermagen zu wärmen. So einen zu, mein Herr. Vielleicht auch zwei. Lass mich in Ruhe. Alter, der ist ja blind. Edelmann, gib mir ein Brot. Oh Gott, und er hat nur ein Bein. Verschwinde, mach dich davon. Ich hab nichts und geb dir nichts. Anzu, gib mir ein Stückchen Brot. Gib mir ein Laib Brot. Lass mich in Ruhe. Alter, jetzt hat er zwei Beine auf einmal. Echt? Der Teufel. Ein Einbeiniger, der mich auf zwei Beinen verfolgt. Oh nein. Oh nein. Aber er ist doch blind. Oh mein Gott, ey. Vielleicht auch nicht. Er ist. Oh mein Gott. Ich bin hier gelandet. Hab schon einladendere Plätze gesehen. Hä? Das ist so geil, Alter. In der einen Szene wird er noch verfolgt von so einem Einbeinigen, der zwei Beine hat. Ja. Und dann auf einmal, weil die Musik wird immer hektischer. Du denkst, gleich kommt so der Schlag, gleich kommt irgendwas Krasses irgendwie. Und dann ist er einfach hier. Und ist jetzt, einfach diese Szenenwechsel. Ist jetzt ohne hier Grund. Im Armenviertel. Hier sind auch die zwei Zwillinge hier vorne. Das sieht man. Mario und Luigi. Mario und Luigi. Und, so ihre Jugendzeiten, ja. Ja, und da ist auch der Affe. Siehst du ihn? Da ist der Affe. Oh, der Affe! Ja. Falls ihr nicht wisst, warum wir den Affen schon kennen, der ist aus dem
Aladdin. Aladdin gibt's auch als Dingo Pictures Film. Da hat er eine ganz tragende Rolle natürlich. Ja. Ich finde dieses Viertel aber generell irgendwie interessant, weil in der Mitte ist einfach ein Baum mit einem Baumhaus. So als, stimmt. Das klassische Armenviertel, wer kennt's nicht mit dem Baumhaus. Und ich find's toll, wie die beiden hinteren Personen, der in der grünen Jacke und der dickbäuchige, einfach nur in der Luft schweben. Ja, stimmt. Oh mein Gott. Aber Banger-Musik. Gnädiger Herr, ihr seid im Wunderhof. Die Heimat der Landstreicher, Bettler und Zigeuner. Bei meiner Seele. Wunder gibt's hier wirklich genug. Ich sehe Blinde, die sehen und Lahme, die gehen. Aber wo ist der Erlöser, der Heiland? Dir wird das Spotten noch vergehen. Du wirst ihn gleich sehen. Hey, den schleppt der Einbeinige Jack den da an. Da hol mich doch der Einbeinige. Ein ehrbarer Bürger im Wunderhof. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Zu meiner Verteidigung? Warum werde ich denn angeklagt? Du bist in unser Reich, das der Gauner und Lumpen eingedrungen. Welches Recht hast du dazu? Bist du Bettler? Bist du die? Ja, er hat kein Nichts Geld. Nichts dergleichen. Ja. Ich bin Poet und Philosoph. Oh, er ist also Poet und Philosoph. Pierre Gringoire. Der Typ übrigens, das ist der Sultan aus Aladdin. Ja, man kann tief fallen. Das ist leider. Ja, man kann. Man kann tief fallen. Man kann wirklich tief fallen. Ja. Was ist nur aus ihm geworden? Ach ja. Das Leben ist eine Farce. Poet, Dichter und bestimmt ein Schlechter. Du wirst den Galgen schmücken. Du wirst den Galgen schmücken. Es gibt nur eine Lösung für dich. Entschließe dich, Zigeuner und Bettler zu werden. Du bist fett einfach auf Dach los. Ich alles. Auch Bettler. Von Herzen gern. Dann schwöre. Ich werde mit Leib und Seele Untertan des Bettlerreiches. Ist das irgendwie so? Was ist eine Aufnahmezeremonie oder was, damit du Obdachloser sein darfst? Ich meine, was zum Teufel? Vor allem, warum will er jetzt auf einmal obdachlos sein? So als ob das so das übelste Privileg wäre. So, oh, du darfst jetzt zu uns Obdachlosen gehören. Arm sein ist das neue Reich sein. Oh mein Gott, ey. Aber echt, warum? Ne? Warum will er jetzt obdachlos sein? Ich weiß es nicht. Okay. Vielleicht, weil er Esmeralda kennenlernen will oder so und er denkt, die ist irgendwie. Ach so, ja, das könnte sein. Keine Ahnung, vielleicht will er einfach damit seine Karten verbessern oder keine Ahnung. Ja. Ich schwöre, ich werde für immer ein Landstreicher sein. Landstreicher für immer und ewig. Wieso? Und auch alles andere, was du willst im Voraus. Ah, du musst uns jetzt nur noch beweisen, dass du es auch verdienst, zu uns zu kommen. Bring den Schellenmann! Gott, ey. Ein Hampelmann. Schaut tückisch aus. In seiner Hosentasche ist eine Geldbörse. Wenn du es schaffst, sie an dich zu bringen, ohne dass auch nur ein einziges Glöckchen bimmelt, gehörst du zu uns. Oh. Wenn nicht, gehörst du an den Galgen. Scheiße, sie wollen ihn umbringen. Das Leben von so einem kleinen Glöckchen abhängt. Oh, bitte, 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 liebe Schellen, läutet nicht. Wieso haben die haben irgendwie eine eigene Politik da, kann das sein? Da hat so die... Ja, aber absolut. Die eigentliche keine Staatsgewalt Ahnung. Hat da überhaupt nichts zu sagen. Die haben einfach einen Galgen irgendwo da rumstehen, wo die dann Leute erhängen, die arm sind. Ich verstehe es nicht. Die nicht zu ihnen passen, die ihnen zu reich sind. Ja, oder so. Oder du nimmst sofort die Stelle des Hampelmanns ein. Oh shit! Oh oh. Genau, an den Kranken mit ihm. Schicksal, so nimm denn deinen Lauf. Das ist eine Millisekunde und schon war es der Strick um den Hals. Alter, der hatte. Die meinen das ernst, die wollen den jetzt umbringen. Das ist so geil. Es ist einfach zwischen der Szene, wo er das probiert hat, und dieser Szene sind halt so 3-4 Sekunden vergangen. Schon hatte den Strick um den Hals. Die Glocken klingeln und sofort kam einer aus der Ecke raus. Oh, Strick um den Hals. Alter. Halt! Fast hätte ich's vergessen. Es ist bei uns Brauch und Sitte, keinen zu hängen, ohne die anwesenden Frauen zu fragen, ob ihn eine haben will.
Also. Wenn ja, bist du gerettet. Wenn nein, wirst du unwiderruflich gerettet. Was ist das für eine Sitte? So wie ich aussehe, ein schwacher Hoffnungsschimmer. Hoffentlich hat Claudio Glück. Schaut ihn euch an. Ja, hoffentlich. Ihn einer? Oh Gott. Er ist viel zu mager. Behaltet ihn. Kein Gebot. Hier, ein leibhaftiger Dichter. Weißt du? Ja. Was zum Henker, ey. Also Henker, aber die wollen ihn umbringen, ja. Aber bevor sie ihn umbringen, wollen sie ihm wenigstens noch die Chance geben, sich als Sklave zu verkaufen. Was? I don't get it. Vor allen Dingen, wenn eine Frau ihn will, dann. Aber warum? Weil. Keine Ahnung. Ich verstehe es. Zum Ersten. Zum Zweiten. Was für so eine Option? Und zum. Esmeralda kommt. Esmeralda und Jerry kommen nach Hause. Ja, beste Musik. Ihr wollt ihn hängen? Ja. Außer du nimmst ihn zum Mann. Was meinst du? Hier, die Ziege ist dafür. Nun gut, ich nehme ihn. Danke. Zum ersten Mal in meinem Leben fällt mir kein Reim ein. Okay. Bruder, sie ist dein Weib. Schwester, er ist dein Mann. Für 4 Jahre. Für 4 Jahre? Das Ding ist, was ist da gerade alles passiert? Okay, der Typ ist da hingekommen, der ist auf einmal in einen Ritus von Obdachlosen irgendwie ein und die wollen ihn einen von. Was? Die so in ihrer eigenen Gesellschaft leben, vor allen Dingen, so mit ihren eigenen Regeln, eigenen Gesetzen. Und dann wird er auf die Probe gestellt, er verkackt die Probe, dann wollen sie ihn umbringen und dann, nee, wir verkaufen dich aber vielleicht noch als Sklaven. Und dann auf einmal ist eine Hochzeitszeremonie daraus geworden. Und das alles in nur gerade mal 2 Minuten. Der hätte wohl auch an dem Morgen, wo er da aufgestanden ist, hätte er wohl nicht gedacht, dass er abends verheiratet ist. Das hätte ich auch nicht gedacht. Sehr viel für einen Tag. Auf jeden Fall. In der Tat. Ja, da würde ich auch lachen. Das war Hilfe im letzten Augenblick. Verrätst du mir, warum du mich gerettet hast? Jolly scheint dich zu mögen. Deshalb habe ich dich gerettet. Nur deshalb? Du hast dich nicht vielleicht ein ganz klein wenig in mich verliebt? Nein, Pierre. Ich kenne dich doch gar nicht. Und du mich auch nicht. Das können wir sofort ändern. Riz. Wo kommst du her? Ich weiß es nicht. Seit ich denken kann, ziehe ich mit den Zigeunern durch die Städte. Wo meine Eltern sind, weiß ich nicht. Alles, was ich aus meiner Kindheit habe, ist ein Talisman, den ich in meiner Rocktasche bei mir trage. Aber den darf keiner sehen, sonst verliert er die Wirkung. Du scheinst ja voller Geheimnisse zu stecken. Nur, wie soll es jetzt mit uns dreien weitergehen? Du kannst mich und Jolly begleiten. Und wenn du dich nützlich machen willst, kannst du unseren Lohn einsammeln. Ich könnte zu unserem Lebensunterhalt mit beitragen und neue Verse zum Besten geben. Das war Esmeralda und ihre Ziege. Gebt uns was, sonst setzt es sie. Wow. Oh Gott, Claudio, nein. Wow. Na schön, dann werde ich Jolly eben neue Kunststücke beibringen. Also, sagen, er ist genauso gut im Freestylen wie ich. Wollte ich gerade sagen, Claudio freestylt manchmal wirklich so, keine Ahnung, er macht das einfach manchmal und seine Freestyles sind so ungefähr auf dem Niveau von dem, was der Mann hier macht, also ja. Nee, ich bin ein Naturtalent, Mann. Ja, genau. Ja. Ja. In Ordnung, Jolly? Kann ich mehr. Diese Ziege, die war unnötig lang. Auf einmal ist es Nacht und eine Banane ist im Himmel. Ja. Oh Gott. Oh, es ist Tag. Ja, die Kirche. It's a mit new dem, day. Mit dem Nazi-Priester. Der Quasimodo erläutert die Glocken. Als Quasimodo am nächsten Morgen zur Messe läutete, widmete er seinen Glocken lange nicht die Aufmerksamkeit wie sonst. Zum ersten Mal, seit er sich erinnern konnte, wurde ihm ganz warm ums Herz, wenn er an einen anderen Menschen dachte. Nicht böse sein, Marie, und auch du nicht, Jacqueline. Ich will Esmeralda nur beim Tanzen zuschauen. Ich lasse euch nicht lange allein. Okay, ach, egal.
Auf dem Platz vor Notre Dame eilten die braven Bürger und Bürgerinnen von Paris zur Messe. Quasimodo vergaß seine schlechten Erfahrungen mit ihnen und beschloss, sie nach Esmeralda zu fragen. Mein Herr, der Klöckner! Was willst du von mir? Verschwinde! Madame! Das Monster! Er greift mich an! Oh mein Gott! Alles klar. Das Ding ist, Quasimodo hört doch nichts. Ja. Okay. Plothole finde ich nicht in Ordnung. Ich weiß nicht. Es ergab sich zufällig, dass auch der Richter von Paris unter den Kirchgängern war. Herr Richter, ihr braucht mir nichts zu sagen. Ich war selbst Zeuge, wie dieses gefährliche Individuum die ehrenwerte Dame angegriffen hat. Mann. Ich verurteile ihn zu 20 Peitschenhiebe und fuck? Einer Stunde Prang. Alter, ihn zum Greifplatz. Der Mann hat nichts gemacht. Soll sofort doch, er ist hässlich. Das ist ein Verbrechen. Mann, ey. Auch Esmeralda, Jali und Pierre waren auf dem Weg zum Greifplatz, um dort ihre morgendliche Vorstellung zu geben. Ja, oh, da ist er wieder. Sie wunderten sich, warum der Platz so voller Menschen war. Alter! Als sie näher gekommen waren, sahen sie, wie der Henker von Paris gerade die Peitsche in die Hand. What the fuck? Wie der aussieht. Ja, okay, er sieht echt komisch aus. Ja, bestimmt irgendwo in der Stadt so ein SM-Studio oder so. So sieht er aus. So wir haben ihn extra gebucht. Mann. Naja, weißt du, es ist Paris im Jahre 1500, glaube ich, irgendwas. Also, ja, die Franzosen, die gehen ab. Ja. Aber, boah, der arme Kerl. Ja. Alter! Schau nur, Pierre. Oh, wie gemein. Gemein trifft's gut, ja. Er ist ja richtig das ist gemein. Der richtige Blatt für die Buckel. Das müsste man jeden Tag mit ihm machen. Dann würde er aufhören, ehrbare Damen zu belästigen. Warum sind diese Pferde? Alter! Sieh nur, wie er leidet. Er hat bestimmt nichts Böses getan. Ich gebe ihm was zu trinken. Alter! Alter! Trink, Quasimodo. Oh Gott, das ist so. Danke, Esmeralda. Sieht ganz so aus, als hättest du dir einen Freund fürs Leben gemacht. Vor allem, sie durfte das jetzt einfach so. Ja. Verflucht seist du, du Tagediebin. Natürlich wieder Rassismus. Du musst nicht auf sie hören. Du erinnerst sie eben an ihre gestohlene Tochter. Die müsste jetzt genauso alt sein wie du. Es ist so... Come on, schon als er das erste Mal erwähnt hat, habe ich mir gedacht, okay, das kann eigentlich nur sie sein, diese Tochter, diese gestohlene, oder? Also, ja. Wie offensichtlich wollen sie es eigentlich machen? Also, sie sollte jetzt genauso alt sein wie du. Sollte genauso alt sein wie du. Es könnte sein, dass du ihre Tochter bist, aber nein, das bist du nicht. Nein, nee. Nein, auf gar keinen Fall. Nee, das muss hier ein Irrtum vorliegen. Und sie hat nie mehr was von ihr gehört? Nein. Man erzählt sich, dass das Einzige, was ihr blieb, ein kleiner Schuh ist, den sie immer bei sich hat. Ein kleiner Schuh, sagst du? Das erzählt das kann nicht sein. Was hast du? Du bist blass geworden. Nichts. Nur ein dummer Gedanke. Da, schau. Sie lassen Quasimodo laufen. Wow. Wie so ein Hund. Sie lassen ihn laufen. Jetzt ist er wieder ganz fit. Jetzt ist er auf einmal... Okay. Die ersten Tage nach diesem Erlebnis traute sich Quasimodo nicht, Notre Dame zu verlassen. Oh. Traurig stand er auf der Balustrade und hielt nach Esmeralda Ausschau. Was spricht er jetzt mit den Gargoyles? Warte mal. Ja. Hat der Gargoyle gerade auch so Gedanken versunken in den Horizont geblickt? Ja, hat er. Okay. Endlich nach zwei langen Tagen sah er Esmeralda auf den Platz kommen. Jali und Pierre waren inzwischen gute Freunde geworden. Das sehe ich. Quasimodo freute sich so sehr, Esmeralda zu sehen, dass er alle Glocken in Bewegung setzte. Okay. Boah. Er darf also immer bimmeln, wenn er bimmeln will. Okay. Ich weiß nicht, ob er das darf. Das ist jetzt die Frage. Oh, nicht, dass er wieder bestraft wird. Die bestrafen ihn scheinbar für jede Kleinigkeit. Ja. Denk dich nur an, Marie. Sie ist gekommen.
Leute, so schön du nur kannst. Und du auch, Jacqueline. Okay. Wenn ich mich nicht sehr täusche, läuten die Glocken heute dir zu Ehren. Du hast das Herz des Glöckners von Notre Dame gewonnen. Ich werde heute nur für ihn tanzen. Schon wieder diese Hexe. Hab ich nicht verboten zu tanzen. Sie hält die Leute vom Besuch der Messe ab. Da, schau nur! Da oben! Abt Frollo, schau nur, wie er die Tänzerin anschaut. Das ist ja zum Fürchten. Und sie hat die verhexte Ziege bei sich. Ich werde dafür sorgen, dass sie nicht schon wieder unseren Bischof zum Gespött der Leute macht. Oh nein. Er hat schon echte Probleme. Wie spät ist ja. es? Meh, 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 meh. Du Hexe! Du kannst es also nicht lassen, die Bürger von Paris zu betören. Statt zu arbeiten und zu beten, sehen sie sich deine gotteslästerlichen Vorführungen an. Was wollt ihr eigentlich von mir? Gönnt ihr den Leuten denn kein Vergnügen? Vergnügen? Du verführst sie zum Bösen. Aber ich habe dich gewarnt. Dich und deine Ziege. Nee, nee. Ich empfehle dir, noch heute Paris zu verlassen. Ach was, Jolly. Dieser Mönch ist verrückt. Er kann uns nichts anhaben. Die Leute von Paris mögen uns. Oh nein, aber er denkt sich bestimmt irgendwas aus oder so. Euer Herren? Ja, was ist? Siehst du denn nicht, dass ich beschäftigt bin? Aber Herr Richter, der Abt von Notre Dame, Claude von Rouen, für euch doch zu sprechen. Was will denn der schon wieder? Das ist er wieder. Nun gut, er soll näher kommen. Euer Ehren haben sicher schon von der Zigeunerin Esmeralda gehört, die täglich vor meiner Kirche tanzt. Sie ist wunderschön. Weißt du, ich glaube, seine Popcorn-Frisur... Popcorn-Frisur trifft sehr gut, ja. Ich glaube, das ist... Also da ist das ganze Budget hineingeflossen. Ja, die Hintergründe können ruhig ein bisschen einfacher gezeichnet sein, aber denkt dran, die Frisur von dem Richter, ne? Die Frisur muss wie... Alter, guck mal, wie detailreich. Ja, wie viele... Wobei, das sieht auch so aus, als ob die einfach nur einmal diese Form gezeichnet hätten, dann hätten die so 10.000 Mal übereinander gelegt, wenn ich ja, ehrlich bin. Gut. Ja gut, hier unten ist auch so ein bisschen abgeschnitten, ganz unten links. Ja. Aber, ja gut, ich glaube, das ist eher so passiert. Ja. Ja. Eine Bereicherung für unsere Stadt. So hat sie also auch euch verhext. Euer Ehren, ich komme, um die Zigeunerin der Hexerei anzuklagen. Oh no. Muss denn das? Oh, ja, ich weiß, wir hatten schon des Längeren keinen Hexenprozess mehr, aber muss es ausgerechnet die schöne Esmeralda sein? Was habt ihr gegen sie? Herr Richter, sie ist eine Gefahr! Für die Seelen aller Pariser Bürger. Nein, nein, nein. Für unsere Kirche selbst. Ich wollte euch nicht beleidigen. Ich meine, wenn ihr sagt, sie sei eine Hexe, ihr kennt euch da besser aus. Es gibt genügend Zeugen, die bereit sind, vor Gericht auszusagen, dass die Zigeunerin Esmeralda sich der Hexerei und Zauberei schuldig gemacht hat. Wenn ihr sie nicht anklagt, wende ich mich an den Bischof von Paris. Es wird ihm gar nicht gefallen, wenn ihr den Worten des Abts von Notre Dame keinen Glauben schenkt. Ich muss sagen, ja. Sein Synchronsprecher gibt's wirklich alles. Ja, das muss man sagen, er ist voll dabei. Aber er macht diesen Charakter auch so maximal unsympathisch für mich. Oh mein Gott, ich bin so sauer auf den Typen. Er ist echt anstrengend. Oh. Ich mag den kleinen Kerl. Ja, der ist super. Ist süß. Das ist der Beste. Schau ihn dir an, wie er mit seinem Hals, wie er den so rein und raus machen kann. Wie so eine... Dafür hat er den Kragen, nur für diesen Effekt. Ehren, der Bischof von Paris kann euch entlassen, wenn er will. Und wovon wollt ihr dann eure Festmäler bezahlen? Und mich? Du hast recht. Also, hier rein. Wenn ihr darauf besteht, ich werde Esmeralda bei ihrem nächsten Auftritt festnehmen lassen. Oh nein. Oder lachte. Dieser Drecksack. Das ist schon echt scheiße. Die Esmeralda! Die Esmeralda! Die Esmeralda! Die Esmeralda! Die Esmeralda! Die Esmeralda!
Hört ihr? Der Glöckner von Notre Dame begrüßt mich. Das sind halt einfach Stock-Sounds von Glocken oder so. Ja, klar. Damit wir diese Begrüßung auch verdienen. Dort ist sie. Nehmen wir sie fest. Nein. Wer ist er denn? Entschuldigung, aber ich habe sie noch nie tanzen gesehen. Moment. Da müssen wir jetzt nochmal ganz genau hinhören. Gerne. Besonders anstrengend. Warum eigentlich nicht? Ein bisschen Vergnügen sei uns schließlich auch vergönnt. Ey, Moment mal. Habe ich gerade vorgespielt? Ja, warte. Ich mach nochmal zurück. Ja. Verdammt. Hört ihr? Der Glöckner von Notre Dame begrüßt. Egal. Komm, Jolly. Wir müssen uns heute besonders anstrengen, damit wir diese Begrüßung auch verdienen. Dort ist sie. Nehmen wir sie fest. Herr Hauptmann, Entschuldigung, aber ich habe sie noch nie tanzen gesehen. Können wir nicht bis nach der Vorstellung warten? Dann ist immer noch Zeit genug. Warum eigentlich nicht? Ein bisschen Vergnügen sei uns schließlich auch vergönnt. Oh ja, ich will sie auch so ein bisschen tanzen sehen. Ja, ich hab sie noch nie tanzen sehen. Also erwarten sie doch echt mal, Herr Hauptmann. Lassen Sie sie erst tanzen und dann können wir ja sie noch verhaften. Genau. Der Esel schon wieder, ist ja, immer das Gleiche. Natürlich ist immer das Gleiche. Ja. Bravo, wer macht überhaupt Alter. Die Musik? Keine Ahnung. Das ist voll los, happy. Doch so. Hat es dir gefallen, Quasimodo? Ich habe heute vor allem für dich getanzt. Zigeunerin, da freut es mich des obersten Richters von Paris verhafte ich dich und deine Ziege wegen Hexerei. Verhaften? Aber warum denn? Ich hab doch... Ihr kommt besser freiwillig mit. Ihr wollt doch nicht, dass ich Gewalt anwende. Pierre, Quasimodo! Komm, Quasimodo, schnell! Da kommt er. So schnell, wie er kann. Er sprintet über den Platz. Komm, Quasimodo, schnell. Okay. Ruhe! Das ist ein schönes Wir Gemälde. Ja. Mit dem Prozess gegen die hier anwesende Zigeunerin. Die Anklage lautet auf Hexerei. Zusammen mit dem Teufel in Gestalt eines Ziegenbocks. Nicht nur, dass sie Esmeralda zu einer Hexe machen. Jetzt machen sie meine kleine liebe Jali auch noch zu einem Ziegenbock. Ja, echt mal. Du hast natürlich nichts verstanden. Als Zeugin für das frevelhafte Tun dieser Zigeunerin rufen wir die hier anwesende Nonne, Schwester Johanna auf. Oh nein. Euer Ehren, es war dieses Jahr zu Pfingsten, als diese Frau dort die frommen Seelen der Pariser Bürger verhext hat. Und ja, das ist klar. Sie hatte den Teufel in Gestalt eines Bockes bei sich und ließ ihn Dinge tun, die kein christliches Tier tun kann. Und als ob das nicht schon alles schlimm genug wäre. Nein, zu guter Letzt brachte sie die Bürger von Paris auch noch dazu, sich über unseren hochehrwürdigen Bischof lustig zu machen. Anwesende Bürger von Paris. Was war das denn? Und die letzten Zweifel. Schon alles schlimm genug wäre. Nein, zu guter Letzt brachte sie die Bürger von Paris auch noch dazu, sich über unseren hochehrwürdigen Bischof lustig zu machen. Einfach zwei miteinander abgespielt. Das ist der gleiche Sound von mir. Aber siehst du diesen Typen, diese Statue im Hintergrund mit diesem markanten Kinn? Das ist wunderschön. Da muss ich kurz nochmal ein kleines bisschen man, zurückgehen. Also ja, wo man die Nonne sieht, da sie hat quasi, während sie redet, so rechts am Rand so eine Statue im Hintergrund mit so einem... Die letzten Zweifel. Ups. Moment. Auszuräumen, dass die hier angeklagte Hexe mit dem Teufel in Verbindung steht, bitte ich den Gerichtsdiener, nee, ich glaube nicht, die zweite Angeklagte hereinzuführen. Okay. Oh nein. Der Bock. Oh. Beginnen der wir Bock. Mit dem Verhör des Bockes. Wie viel Uhr ist es? Das stimmt. Es ist 3 Uhr. Sag selbst. Das stimmt. Wie kann ein Tier das wissen? Das kann nur Hexerei sein. Was? Charlie ist doch nicht verhext. Ich habe ihr diese Kunststücke doch alle selbst beigebracht. Ruhe, Angeklagte. Fahren wir mit dem Verhör fort. Wie spricht der Bischof von Paris? Jali, hör auf. Du wirst dich ins Verderben stürzen. Wenn du das draußen auf dem Platz machst, freuen sich die Leute. Hier drin lassen sie sich einreden, es sei Hexerei.
Ruhe, es besteht kein Zweifel. Die Angeklagte ist eine Hexe, die mit dem Teufel im Bunde ist. Alles klar. Gestehst du? Nein, ich bin keine Hexe. Und Jolly ist kein Bock. Ich weiß, wer mich angezeigt hat. Es ist dieser dort. Nein. Ich schön bin und die Leute mich mögen. Dieser Song. Ihr seht, jetzt berühmt sie sogar noch unseren ehrwürdigen Abt von Notre Dame. Lügnerin, Hexe. Die Zigeunerin und ihr Ziegenbock wow. werden hiermit zum Tode verurteilt. Ja, ja okay, sie haben quasi auch, also quasi Mode ja auch ausgepeitscht mit dem King Boy da. Ja. Es ist nur ein böser Traum. Ja, da freut er sich hier. Du mieser Sack, du. Ja, echt mal. Esmeralda und Jali wurden in eine kalte und finstere Zelle gebracht. Oh nein. Oh nein. Oh Gott, diese Animation. Claudio, du musst sie retten. Jali, nein. Du und Quasimodo. Morgen früh ist es soweit, Esmeralda. Kann ich noch was tun? Hast du noch einen letzten Wunsch? Ja, aha. Okay, dreimal Wein. Viermal. Armes Mädchen. Warum musstest du auch ausgerechnet Abt Frollo begegnen? Das war die Ratten. Chillen so. Aber Jolly, warum wollen sie auch Jolly hängen? Sie kann einem richtig leid tun. Was war das? Er ist jetzt einfach gegangen. Ach, das war die Tür. Ja. Oh nein, die Ziege! Oh Mann. Am nächsten Morgen wurden Esmeralda und Jali gefesselt nach Notre Dame gebracht. Oh nein. Es war damals üblich, dass eine Hexe vor ihrer Hinrichtung noch einmal vor einen Priester geführt wurde. Alles, was Beine hatte, war nach Notre Dame gekommen, um der Hinrichtung zuzuschauen. Wie schön sie ist. Eigentlich schade um sie. Ich Gott. Ja, eigentlich ja schon. Okay. Ich frage dich ein letztes Mal. Schwörst du dem Bösen ab? Ihr seid das Böse. Ich habe nichts getan. So stirb. Sei dir Gott gnädig. Alter, die Orgel geht ab, richtig. Aber es ist einfach die Kirche in der Nutshell. Ja. Ja, die Kreuzzüge. Katholizismus damals. Ja, ist halt. Natürlich lachen die. Oh, er ist wieder bereit. Kirchenasyl! Was? Kirchenasyl? Ja, Kirchenasyl. Er hat sie jetzt einfach genommen. Kluger Quasimodo. Kirchenasyl. Aus der Kirche darf keine weltliche Macht einen Gefangenen befreien. Der Richter wird sich ganz schön ärgern. Was? Quasimodo. Hä? Das geht einfach? Warte, aus der Kirche darf keine weltliche Macht... Ein Gefangener... Aber was ist er denn? Er ist doch eine... Wieso kann er sie jetzt einfach so wegnehmen? Ich verstehe das nicht. Er kann sie wahrscheinlich einfach so wegnehmen, weil er auf Kirchenasyl plädiert hat. Und solange sie sozusagen in der Kirche ist, sie nicht raus. Also und keine Staatsgewalt. Okay. Ja, keine Staatsgewalt kann ihr was anhaben, weil sie von der Kirche geschützt wird. Okay. Aber ob der das einfach so machen kann, ich weiß es nicht. Ja, I don't know. Scheinbar für den Plot. Ja, alles klar. Konnte aber auch ahnen, dass bei allen sieben Kreuzsünden der Welt. Der spuckt schon Blut oder Gift. Quasimodo hatte Esmeralda in seinen Glockenstuhl gebracht. Quasimodo, ohne dich hätten sie mich zum Galgen geführt. Alter, der Kerl sieht so fertig aus. Ja, er tut mir richtig leid, ey. Er kann nicht mehr. Höre, Quasimodo, ich... Schlag nicht. Ich verstehe dich doch nicht. Aber du musst mir jetzt... zuhören. Gehe nie aus der Kirche, weder bei Tag noch bei Nacht. Man würde dich töten. Hier drin bist du sicher. Für alle Fälle gebe ich dir das hier. Wenn du mich brauchst, dann pfeif. Ich kann den Kohn hören. Ich,
Lass dich jetzt allein. Okay. Versuch ein bisschen zu schlafen. Schlafen? Wie soll ich denn jemals wieder ruhig schlafen können? Oh, Jalil. Jalil, meine kleine Jalil. Ach, Jalil, oder was? Jalil, okay. Was ist denn Jalil? Na los, komm, sei brav. Oh nein. Der böse Mensch. Ach, er will sie rauslocken, oder was? Ich bin's. Dein neuer Freund. Ja, ich bin's. Ich mag Schützen, aber dafür hat er dich in meine Gewalt gebracht. Komm nicht näher. Du Satan, Henker! Oh mein Gott! Du entkommst deiner Strafe nicht! Und wenn ich dich selbst zum Galgen bringen muss. Alter. Das ging schnell. Ich find's einfach so geil, wie du schon am Anfang erwähnt hast. Egal in welcher Situation, ob er richtig angepisst ist oder so Schadenfreude hat, er ist immer nebenbei am Beten. Der Mann nimmt seinen Job auf jeden Fall ernst. Ja, ganz sicher. Frollo, Quasimodo, das hier geht dich nichts an. Verschwinde. Ich weiß nicht, was hier vorgeht, aber Esmeralda hat mich um Hilfe gebeten und ich werde sie beschützen. So hat sie auch dich verhext. Verflucht seid ihr beide. Was? Also, was ist jetzt? Vor diesem Mönch bin ich nirgends sicher. Nicht weinen. Ich verspreche dir, solange ich lebe, wird dir nichts geschehen. Was war dieser Knall? Ich weiß auch nicht, was das war. Hat er ihn jetzt erschlagen, oder was? Also ich glaube, nein. Er ist einfach gegangen, oder? Also. Okay. Das hat ich mich gebraucht, aber was? Ja. Mich und den Befehl der Kirche zu stellen. Bruder Augustinus! Bruder Augustinus! Apollo? Ich darf nicht sagen, dass eine Hexe in der heiligen Kirche von Notre Dame Zuflucht findet. Es ist eine Entweihung dieser heiligen Stätte. Und vergesst den Bock nicht! Der Teufel höchstpersönlich in Notre Dame. Wer hätte das je für möglich gehalten? Quasimodo ist von Esmeralda bereits verhext. Er bedroht doch tatsächlich mich, seinen Herrn und Meister. Oh, das ist ja eine Unverständnis. Das ist uns Esmeralda selbst im Galgen zu führen und der Gerechtigkeit zu übergeben. Ja. Quasimodo hindert uns. Er bewacht Esmeralda noch mehr als seine Glocke. Oder Augustinus, geht zu Esmeraldas Freunden auf den Wunderhof und bringt sie dazu, Quasimodo abzulenken, damit ich sie zur Hintertür von Notre Dame hinausbringen kann. Oh Mann. Nein, der finstere Plan. Augustinus, was machst du noch? Er unterstützt ihn auch noch. Augustinus, bitte. Oh, Augustinus, warum? Das ist ja Mario. Mario. Er ist da, aber hat seinen kleinen Chinesen vergessen. Mario, also der Dude hier, dieser Charakter auf jeden Fall, so wie er aussieht, ist auch ein sehr bekannter Charakter aus anderen Filmen. Nur in anderen Filmen hat er meistens noch einen kleinen Kumpel dabei, aber da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Kleinen Chinesen-Kumpel, ja, mit dem er gemeinsam kocht und so. Aber ja, diesmal hier nicht. Ja, hier ist er ein... Feierten die Bettler und keine Ahnung. Ein Obdachloser. Ja. Hey Leute, wir scheinen zu diesem hohen Gesuch. Ah, der Tübe, ich kann nicht mehr. Ein Mönch, ein Vertreter der Kirche, muss schon ein besonders mutiges Exemplar seiner Gattung sein, dass er sich hierher getraut. Wer ist euer Anführer? Ich habe ihm etwas Wichtiges mitzuteilen. Es geht um Esmeralda. Ich bin der König dieser vornehmen und edlen Leute. Was ist mit Esmeralda? Sie ist in Gefahr. Ich war zufällig Zeuge eines Gesprächs zwischen dem Richter und Apfrollo. Morgen früh soll Esmeralda von Soldaten aus der Kirche geholt und gehängt werden. Aber das Kirchenasyl ist doch heilig. Nicht für Apfrollo. Er meint, wenn es sich um eine Hexe handelt, gibt es kein Recht auf Kirchenasyl. Und falls was war das denn? Ich weiß es nicht. Ist, müsst ihr sie retten. Auf, Kameraden! Wir stürmen Notre Dame und befreien Esmeralda! Ja! Oh. Let's go, Claudio!
Nur Mut, Freunde. Hier, ich und meine obdachlosen Kumpel. Ich will nicht, dass die hübsche Esmeralda gehängt wird. Die Bettler und Zigeuner hatten beschlossen, abzuwarten, bis es etwas dunkler wurde und dann zur Kirche von Notre Dame zu ziehen. Es ist dunkel. Es ist dunkel, ja. Oh, die Banane. Oh. Quasimodo konnte in dieser Nacht nicht schlafen. Unruhig schaute er von seinem Turm aus über das schlafende Paris. Diese Zeichnung. Da sah er, dass sich in der Dunkelheit der Platz vor Notre Dame immer mehr füllte. Das ist Kunst. Er glaubte, es seien Soldaten, die es einfach nur kleine Fleckchen hängen wollten. Sie werden Esmeralda nicht bekommen! Vorwärts, Brüder und Schwestern, an die Arbeit! Yeah. Oh nein! Was machst du da? Oh mein Gott! Er denkt ja, das sind Soldaten. Alter, was ist das? Dieser Soundeffekt. Piu! Piu! Richtiger Laser. Alter, hätte fast den armen Kerl damit, nein, der einfach nur ein Bein hat, aber doch nicht erschlagen. Der zweibeinige Einbeinige. Ja, richtig. Heilige Jungfrau, das riecht nach Zauberei. Das riecht nach Zauberei. Sie haben die Mönche einfach falsch eingeschätzt. Sie scheinen sich doch verteidigen zu wollen. Ja, denen werden wir es zeigen. Oh. Hurra! Hurra! Er glaubt, wir seien Soldaten. Alter. Quasimodo! Ich bin's, Pierre! Der hört dich doch nicht. Da kannst du brüllen, solange du willst. Es ist nur einer. Wir werden uns doch nicht von einem einzigen Mann ins Boxhorn jagen lassen. Hast recht. Versuchen wir es nochmal. Die haben doch das ganze gerade gar nicht mal probiert. Da kommen sie nochmal. Alter, jetzt geht's. Oh. Alter, wie viel hat der denn? Was? Aber das hier das geht Ziege? Mit echten Dingen zu. Also für mich ist Schluss. Wenn ich tot bin, nütze ich Esmeralda auch nichts mehr. Juhu! Was war das denn gerade? Esmeralda liegt hängen! Hurra! Alter! Also diese Musik. Und jetzt in der Zeit, wo er quasi die Kirche Esmeralda verteidigt hat. Esmeralda und Jali aber waren durch den Krach vor der Kirche wach geworden. Hörst du, Jali? Hörst du diesen Lärm? Ich spüre es. Dieser ganze Aufruhr geschieht nur meinetwegen. Sie werden mich holen. Na los, Jali. Hörst du? Da kommen sie schon. Ja, da ist er. Du hast doch nicht tatsächlich geglaubt, der Gerechtigkeit entkommen zu können. Die Pfeife kannst du ruhig stecken lassen. Quasimodo ist beschäftigt. Uiuiui. Da hast du dir aber einen schönen Beschützer ausgesucht. Es sind deine Freunde vom Wunderhof, gegen die Quasimodo kämpft. Oh nein. Komm, komm jetzt. Nein. Oh. Er packt sie aus an der Schulter und nimmt sie mit. Als die Leute vom Wunderhof die Flucht ergriffen hatten, machte sich auch Pierre traurig auf den Nachhauseweg. Und da kommt die Ziege. Jali, was machst du denn hier? Wo ist Esmeralda? Esmeralda ist in Gefahr? Ja. Willst du mir das sagen? Ja. Sie ist irgendwo hier draußen, mit dem Abt. Er versteht sie einfach komplett. Dann schnell, Jali. Auf was wartest du noch? Such deine Freundin. Ich finde, die beiden sind ein cutes Paar. Ja, ich mag sie auch. Abt Frollo hatte Esmeralda vor den Galgen auf den Platz geschleppt. Wo hält er denn das Seil? Ich weiß es nicht, in seinen betenden Händen. Oder er hat es so an seinen Gürtel dran gemacht. Ja. Und auch sonst niemand. So habt doch Erbarmen. Erbarmen mit einer Hexe. Ich bin keine Hexe. Du leugnest noch immer. Dann fahr zur Hölle. Bekommt die Zigeunerin endlich, was sie verdient. Hier, du kannst dich an ihr rächen. Halte sie fest, bis ich mit dem Soldaten zurückkomme. Jetzt war aber nee, ich bin da drauf. Ja, sie ist einfach so abgetaucht hier. Wäsche dir ganz recht, am Galgen zu enden. Ich weiß, dass euch von Zigeunern großes Unrecht geschehen ist. Aber ich kann's doch nicht gewesen sein. Ich war zu der Zeit ja selbst noch ein Kind. Hab doch Mitleid. Gib mir mein Kind wieder und ich lass dich laufen. Okay. Das ist so... Wie soll sie das denn machen, bitte? Gar nicht. Also, wenn sie jetzt nicht zufällig das Kind wäre, ja? Aber ja, wie sollte sie das sonst tun? Ich verstehe nicht. Einfach so. Ja. Euer Kind. Ich suche meine Eltern. Da, schau.
Das ist alles, was mir von meinem Kind geblieben ist. Oh, und sie hat jetzt den anderen Schuh. Hier. Ja, natürlich. So hat mich meine Ahnung doch nicht getäuscht. Du? Du bist meine Tochter? Oh. Psst, Jali. Ich sehe selbst. Esmeralda ist in der Gewalt der Klausnerin. Aber zu zweit müssen wir es schaffen. So stark kann die Klausnerin ja nicht sein. Ach, meine egal. Tochter. Oh, wenn ich daran denke, wie sehr ich dich mit meinem Ass verfolgt habe. Du alte Hexe, lass sofort Esmeralda los. Pia, sie tut mir nichts. Es ist alles ganz anders. Oh, gibt es etwas, das ich weiß, wissen sollte? Sie ist meine Mutter. Plot Twist. So ist dieses Rätsel wenigstens gelöst. Ja, Klaus ist einfach sofort. So voll, auch so voll gar nicht irgendwie begeistert oder so. So ist dieses Rätsel wenigstens gelöst. Ja, damit ist das kein Mysterium mehr. Das finde ich ja toll. Immer diese Philosophen. Ganz nüchtern. Ja. Macht mir Sorgen. Hör doch nur. Dein Freund hat recht. Ihr müsst fliehen. Solange noch Zeit. Schnell. Aber ich kann euch doch nicht zurücklassen. Mein Leben ist fast zu Ende. Lass mich hier. Ja, ist klar. Sie ist mein Zuhause geworden. Alter. Okay. Los, Esmeralda. Wenn du dein Leben am Galgen beenden willst, ist das deine Sache. Aber Jolie und ich können uns was Besseres vorstellen. Alter, warum bist du so unsensibel? Gott. Nee, er ist empathielos. Geh zu deinen Freunden, den Zigeunern, und zieh mit ihnen fort. Weit weg von Paris. Sie geht einfach. Esmeralda, Pierre und Jolie. Es war keine Sekunde zu früh. Alter, dieses Geräusch. Heftig, ASMR. Die Zigeunerin ist entflohen. Entkommen? Ihr habt sie entkommen lassen. Oh, oh. Das kommt davon, wenn ihr solch eine Echse einer schwachen alten Frau zur Bewachung überlässt. Sie hat mich in die Hand gebissen, das kleine Lüder. Da musste ich sie loslassen. Ei, Frau Bibsch. Kontert ihr. Ei. Ihr werdet statt der Echse am Galgen. Ja, alles klar. Tut eure Pflicht. Frollo. Jetzt geht ihr zu weit. Jeder hier weiß, dass die Klausterin einen furchtbaren Hass auf die Zigeuner hat. Und besonders auf Esmeralda. Sie hätte sie nie freiwillig gehen lassen. Da riet ich am Beatbox. Hoffentlich kriegt er noch seine Klatsche. Ich glaube nicht mehr. Ja, er hat noch 3 Minuten Zeit dafür. Verrückt geworden. Okay, er ist verrückt geworden. Punkt. Er ist verrückt geworden. Nachdem Quasimodo die Bettler verjagt hatte, lief er auf dem schnellsten Weg zu seinem Glockenstuhl. Doch als er eintrat, fand er den Raum leer. Nein. Esmeralda! Esmeralda! Quasimodo suchte die ganze Kirche ab, aber Esmeralda blieb verschwunden. Okay. Oh nein, oh. Alter, wie er abgeht. Heilige Scheiße. Da sah er Abt Frollo auf die Balustrade kommen. Oh mein Gott. Hat sich denn die ganze Welt gegen mich verschworen? Wird er ihn jetzt umbringen? Kann das nur passieren, dass er ein zweites Mal entwischen konnte? Esmeralda, wo ist sie? Sie ist entkommen. Aber das kann man dir ja 5-mal sagen. Du verstehst es. Auch beim 6. Mal noch nicht. Esmeralda, was hast du hier getan? Du hast sie getötet! Oh. Oh mein Gott! Hat ihn einfach umgebracht. Ich will das nochmal sehen. Es lachte mega mäßig. Jede Szene ist super. Bam. Quasimodo aber ging in seinen Glockenstuhl zurück und wartete darauf, dass die Soldaten kommen und ihn gefangen nehmen würden. Er glaubte, Esmeralda sei tot. Was jetzt mit ihm geschah, war ihm egal. Oh. Okay. Ende? Nee, die Chiller-Ratten sind wieder da. Er kam in dieselbe Zelle, in die schon vor ihm Esmeralda gebracht worden war. Er rührte sich kaum, stöhnte nur ab und zu vor sich hin. Esmeralda!
Hier, du buckliger Affe. Och. Das hat jemand für dich abgegeben. Oh, die Pfeife. Esmeralda, sie lebt. Sie denkt an mich. Nun konnte Quasimodo alles ertragen. Esmeralda, der einzige Mensch, der jemals gut zu ihm gewesen war, war in Sicherheit. Was? Warte, was? Aber er wird doch jetzt umgebracht, also gehängt oder so. Die kleine Pfeife geschickt hatte, beschlossen sie und Pierre, zusammen mit Jali Paris zu verlassen und weiterzuziehen. Jetzt hielt sie nichts mehr in Paris. In einem Paris, in dem zwar noch immer die Glocken von Notre Dame läuteten, aber nie mehr so schön wie zu der Zeit, als Quasimodo noch Glöckner von Notre Dame war. Was? Also die lassen ihn einfach, okay, zurück? Ich dachte, die befreien ihn jetzt noch oder so, so Happy Ending, aber... Nee, ist einfach... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Welchem Meisterwerk! Also das ist kein schönes Weihnachtsmärchen. Nee. Irgendwie ja nicht. Ja. Ja. Das, also ich fand das wunderschön. Das war absolut fantastisch. Und ich glaube, wir müssen uns auch noch einen von den Filmen irgendwann anschauen. Ja, können wir gerne. Das, ja. Irgendeinen, wo ich die Vorlage auch kenne. Ich meine, das war trotzdem sehr lustig, aber es ist natürlich nochmal lustiger, wenn man die Vorlage kennt. Und ja. Also, man muss halt sagen, der Humor von den, oder was heißt der Humor, oder die bestimmte Dinge, die in den Film getan und gesagt werden, die sind schon sehr zurückgeblieben in der Zeit. So. Ja, aber schrecklich. Einfach schrecklich. Ja. Also, dass das Z-Wort sehr, sehr oft genannt wird, ja, ist einfach nicht mehr im... Ja, kannst du heute einfach nicht mehr machen. Nee, eigentlich nicht. Das ist schrecklich. Ja. Aber ansonsten, ey, lustige Szene. Das war auf jeden Fall... Also, meine Lieblingsszene war, wo Quasimodo ausgerastet ist und den Priester runtergeschworfen hat. Wie er in so eine Hand ist. Oh Mann, ey. Und was ich auch toll fand, war irgendwie diese Zeremonie von den Obdachlosen, wo der Typ dann auf einmal in der Millisekunde am Galgen hing. So eine geile Szene. Er verkackt so die Mutprobe. Seil wird um den Hals gespannt. So, jetzt bist du gleich tot. Außer eine Frau will dich zu ihrem Mann haben. Ja. Aber ja, war schön. Ja. Hat mir gefallen. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann bei zukünftigen Reactions hier von den Dingo Pictures Filmen auf dem Kanal. Oh Gott, ey. Bis dann. Ja, tschüssi. Tschüss.